Jahrzehntelang galten Homosexuelle in Österreich nicht als Opfer der Nazis, sondern als Verbrecher. Und das, obwohl die Nazis allein in Wien über 100 Männer wegen homosexueller Handlungen verurteilen. Viele werden in KZs deportiert. Nur 30 von ihnen überleben. Der junge Schwule Franz Doms wird 1940 nach einem One-Night-Stand das erste Mal verhaftet. Die nächsten Jahre verbringt er fast durchgängig im Gefängnis. 1944 lässt die Gestapo den 21-Jährigen schließlich hinrichten. Alles nur, weil er Sex mit Männern hat. Und nach 1945 werden Homosexuelle weiterhin bestraft. Bis 1971 erhalten 14.000 Männer das Gerichtsurteil. Unzucht wider die Natur. Erst 2005 erkennt Österreich Homosexuelle offiziell als NS-Opfer an. Dadurch können die Verfolgten und ihre Nachkommen endlich Entschädigung beantragen.